Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Falls du es noch nicht getan hast, check mal meinen Instagram-Account aus. Da mir auf jeden Fall mal folgen, denn da lade ich wirklich regelmäßig auch meine neuesten Fotos hoch. Das ist eigentlich im Moment so die einzige Plattform, wo ich das tue. Von daher da auf jeden Fall das Ganze mal auschecken. Heute geht es um meine ersten Fotos und ich will mal darauf reagieren. Du siehst also live, wie ich mir die mal von früher angucke, einfach was ich so gemacht habe, als ich angefangen habe mit der Fotografie. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Dieses Video wird gesponsert von der Firma ISAS, ein Datenrettungsprogramm. Falls du deine Daten, Fotos und so weiter zum Beispiel aus Versehen gelöscht hast, dann kannst du das mit diesem Programm wieder retten. Es gibt eine kostenlose Version, damit kannst du 2 GB frei retten. Und das Ganze findest du unten in der Videobeschreibung, einen Link dazu. Also auf jeden Fall mal auschecken, falls du das benötigst. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich fotografiere seit 2011. Damals habe ich angefangen, habe mir mal so eine Kamera geschnappt von meiner Mutter. Das war damals eine Nikon D300. Und mit dieser Kamera habe ich meine ersten Fotos gemacht, tatsächlich. Ich habe dann selber natürlich später auch angefangen, mir Objektive zu kaufen. Aber diese Kamera habe ich mir von meiner Mutter geliehen. Und damit habe ich tatsächlich dann ungefähr 2-3 Jahre gearbeitet. Und ich dachte mir einfach mal, dass es doch ganz cool ist, wenn ich jetzt heute mal so ein Video mache, wo ich dir mal so meine allerersten Fotos zeige, die ich so gemacht habe. Denn ich finde es selber mal sehr, sehr spannend. Ich habe schon einige YouTube-Videos gesehen von anderen Fotografen, die das auch mal gemacht haben. Und ich finde es erstens sehr spannend, wie die Entwicklung so ist. Also wenn man sich so die Fotos anguckt von früher und von heute, wie so da die Entwicklung stattgefunden hat. Ich finde auch lustig, die Reaktion der Fotografen zu sehen, wenn sie so ihre alten Fotos sich wieder anschauen. Und von daher dachte ich mir, ist es ja vielleicht auch mal ganz spannend für dich, wenn ich sowas auch mal mache. Vor allem, weil es, glaube ich, auch zeigt, dass man sich sehr, sehr gut entwickeln kann mit der Zeit. Und vielleicht ist es ja auch so eine kleine Motivation für dich. Genau, wenn du jetzt am Anfang stehst, dann zu sehen, dass man, wenn man ein bisschen Arbeit und ein bisschen Liebe in das ganze Hobby steckt, dass man da sehr, sehr weit kommen kann. Oh Gott, ja, also das ist ein Foto, das war einer der ersten Abende, wo ich unterwegs war. Da war ich mit einem Kumpel zusammen in Berlin. Und der hat auch schon ein bisschen länger fotografiert und hat mir dann so ein bisschen die Kamera erklärt. Also was ist ISO, was ist Verschlusszeit, Blende und so weiter. Hat mir also die Kamera in ihrer Technik so ein bisschen erklärt, hat mir auch so ein bisschen gezeigt, wie man ein Bild von der Komposition gestalten kann und so weiter. Und du siehst schon, ja, ich habe so ein bisschen probiert, hier so ein paar Vorderelemente reinzubringen. Also hier der Zaun zum Beispiel. Natürlich muss man mal sagen, also wir haben hier extrem stürzende Linien drin zum Beispiel, das hat schon mal nicht so gut geklappt. Der Mond ist hier extrem hell, was auch nicht unbedingt wirklich gut ist, weil da halt der Blick zuerst hingeht. Ja, von daher ist das jetzt nicht unbedingt ein tolles Foto, vor allem weil es auch schon mitten in der Nacht war. Man hat überhaupt keine Zeichnung mehr am Himmel, der ist einfach nur noch schwarz. Aber es ist witzig zu sehen. So, das war tatsächlich eines meiner ersten Bilder, die ich gemacht habe mit der Kamera von meiner Mutter. Hier habe ich probiert, Langzeitbelichtung zu machen. Da habe ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich irgendein YouTube-Video gesehen zum Thema Langzeitbelichtung und wollte das einfach mal selber ausprobieren mit diesen Autospuren, mit den Lichtspuren von den Autos. Und da bin ich einfach auf eine Autobahnbrücke gegangen und habe dann versucht, diese Autos zu fotografieren. Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, ich glaube 30 Sekunden habe ich belichtet, ja, auf dem Stativ. Und da hatte ich sogar noch ein bisschen blaue Stunde hier, also da habe ich schon so ein bisschen dazugelernt. Ja. Natürlich ist trotzdem alles andere komplett dunkel hier. Ja, es ist ganz cool so von den Linien her. Wir haben eine führende Linie, die so in den Bildmittelpunkt reinführt, aber ansonsten ist das auch kein Bild, was jetzt so nördlich anschaulich ist. Wir haben keine Wolke am Himmel, nichts, also da ist nichts Aufregendes mit dabei. Oh ja, das sind meine ersten HDR-Versuche. Ich glaube sogar, das war auch noch an dem Tag, wo wir da in Berlin unterwegs waren. Ich glaube, das war so ziemlich der Abschluss, den wir da gemacht haben. Da habe ich probiert, HDR-Aufnahmen zu machen, also High Dynamic Range, also mehrere Belichtungen zu kombinieren, damit man dann überall Details hat. Wenn man das aber falsch macht, dann siehst du, was bei rumkommt. Dann sieht man hier, dass man so einen ganz schlimmen HDR-Effekt hat. Oh mein Gott, also das geht ja wirklich gar nicht. Man sieht hier richtig schöne Halos hier unten an dem Geländer zum Beispiel. Siehst du richtig schön, wie das hier so ein Halo wirft, also so Schattenkanten beziehungsweise auch Lichtkanten teilweise. Das ist was, das sieht halt einfach nicht realistisch aus. Sieht eher aus wie so ein schlechtes Computerspiel irgendwie von der Grafik, aber halt nicht wie ein gutes Foto. Ja. Das, glaube, war damals mit dem Photomatics oder Photomatics oder wie man auch immer das aussprechen möchte, das Programm, war das bearbeitet und dann einfach so ein schlechtes HDR-Preset drüber gelegt. Ja, was soll ich dazu sagen? Bitte nicht nachmachen.
Oh ja, hier habe ich jetzt probiert, tatsächlich mal die ersten Porträts zu machen. Das ist meine Schwester. Da habe ich mir meinen ersten Nikon-Blitz gekauft, das weiß ich noch. Und dann habe ich meine Schwester einfach mal gefragt, ob sie mir nicht mal Model stehen könnte. Haben wir im Wohnzimmer gemacht, einfach nur alles ganz dunkel gemacht. Ja, gar keinen Hintergrund aufgebaut, sondern einfach nur alles so weit runter geregelt vom Licht, dass man, wenn man dann mit einer ordentlichen Verschlusszeit fotografiert hat, dann tatsächlich auch den Hintergrund einfach komplett schwarz hat. Und dann habe ich mit einem Blitz einfach nur das Gesicht von meiner Schwester aufgehellt. Ja, naja, das Licht ist relativ langweilig. Also mir würde es jetzt heutzutage nicht mehr so gut gefallen. Wobei ich auch echt dazu sagen muss, ich bin kein People-Fotograf. Ja? Also ich fotografiere Hochzeiten und so weiter. Das Jahr war so Porträts, Fashion und so weiter. Das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Habe ich damals halt öfter gemacht, aber ich habe so festgestellt, dass ich dafür einfach überhaupt kein Talent habe. Es fängt damit an, ich kann den Models nicht wirklich sagen, so wie sie posieren sollen und so weiter. Und es war irgendwie nie so meins. Ich habe es früher ausprobiert und ich bin nicht dran hängen geblieben. Dann bin ich doch lieber alleine losgezogen, ohne Models. Ja. Weil man muss sich auch auf keinen anderen verlassen. Man kann einfach selber losgehen. Ja, wenn man mit einem Model gearbeitet hat, mit einer Visa und so weiter, das ist alles schön, das macht Spaß auch mit anderen Menschen zu arbeiten, aber man muss sich halt auch darauf verlassen. Und wenn dann unzuverlässige Leute mit dabei sind, was ich leider auch gemacht habe, die Erfahrung, dann hat man schnell die Lust dran verloren. Das war in dem Fall auch so. Oh, das Bild, daran kann ich mich auch noch erinnern. Da habe ich jetzt einfach mal so angefangen, so ein bisschen zu experimentieren. Also du siehst schon, ich habe viele verschiedene Dinge fotografiert. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen angefangen zu experimentieren. Ich wollte so ein bisschen Splash-Fotografie machen. Ich habe meine Blitze dann so ein bisschen ausgenutzt. Das war übrigens ein Nikon SB900, wenn mich nicht alles täuscht. Also so ein Aufsteckblitz einfach von Nikon. Den habe ich dann aber mit so einer Funkstrecke gekauft, beziehungsweise die Funkstrecke extra, damit ich den nicht auf der Kamera habe, sondern den quasi seitlich so nehmen konnte. Und damit habe ich jetzt tatsächlich, ich glaube, da hatte ich sogar schon einen zweiten. Ich hatte mir dann irgendwann noch einen zweiten gekauft und damit habe ich dann hier dieses Bild fotografiert, also so ein bisschen Highspeed-Fotografie gemacht. Und das waren so meine ersten Versuche in der Splash-Fotografie. Da habe ich einfach ein weißes Papier genommen, ein großes. Das habe ich mir irgendwie aus dem Baumarkt besorgt oder so. Das habe ich da dann einfach hingelegt. Ja, dann hier so ein kleines Schälchen drauf mit Wasser drin und habe ich eine Tomate reinfallen lassen und dann halt einfach im richtigen Moment abgedrückt. Mehr war es nicht. Also kein Trigger oder irgendwas, sondern einfach versucht im richtigen Moment abzudrücken. Aber das waren so meine ersten Versuche in der Splash-Fotografie. Das ist auch übrigens ein Foto, das habe ich dann kurze Zeit später gemacht. Da habe ich dann das Ganze mit Milch gemacht und einer Erdbeere, weil ich es irgendwie witzig fand, so Milchsplashes zu machen. Und tatsächlich war das das erste Foto, was von mir damals publiziert wurde. Mit dem Foto war ich nämlich in der Fotozeitschrift Pictures drin. Da habe ich einen richtig coolen Artikel zugeschrieben und habe erklärt in einem Tutorial, wie ich das Ganze gemacht habe. Und da war ich das erste Mal in der Fotozeitschrift. Und das war, da war ich mega stolz drauf, weil ich glaube, das war so Anfang 2012. Ich habe Mitte 2011 angefangen, also so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, nachdem ich überhaupt mit der Fotografie angefangen habe, habe ich ein erstes Tutorial geschrieben für eine Fotozeitschrift. Und da war ich so mega stolz drauf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und wenn du mal so in die ersten Videos von meinem YouTube-Channel reinschaust, tatsächlich habe ich da auch, und das ist mir richtig peinlich, aber du kannst es trotzdem mal gucken, da habe ich nämlich ein Video-Tutorial auch gemacht, und zwar auf Englisch, auf richtig schlechtem Englisch, wo ich das Ganze gezeigt habe, auch nochmal in Videoform, wie ich diese Fruity Splashes, irgendwie so habe ich es damals genannt, gemacht habe. Und das ist echt witzig, wie das dann so entstanden ist, und das jetzt so zu gucken ist halt extrem witzig. Also kannst du mal reinschauen, mir ist es extrem peinlich, aber ich habe es online gelassen, weil es gehört ja auch zu einer Entwicklung mit dazu. Ja? Also ich habe damals echt schlechtes Englisch gesprochen. Ich würde auch nicht behaupten, dass mein Englisch heute unbedingt besser ist, aber da habe ich probiert, das Ganze sogar auf Englisch zu machen. Ich habe im Nachhinein festgestellt, Videos auf Englisch machen ist überhaupt eigentlich nicht so meins. Dafür kann ich es einfach nicht gut genug, und dann habe ich auf Deutsch weitergemacht. Ja, hier, da habe ich mich mal selbst porträtiert. Da siehst du auch schon, habe ich mit zwei Blitzen wieder gearbeitet, habe so ein Zanglicht gemacht quasi. Das ist schon ein Foto, was mir jetzt ein bisschen besser gefällt. Also das, ja, ich würde nicht komplett dahinter stehen, wenn ich es heute machen würde, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt nicht sagen würde, oh, das ist jetzt aber ganz schlecht, sondern da würde ich jetzt schon sagen, das sieht eigentlich ganz okay aus, auch von der Qualität und so weiter. Ja, also da bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Dann war ich hier mal mit einer Freundin unterwegs, habe sie fotografiert in so einer alten, ja, was war das, Lagerhalle oder sowas. Ich fand die Kulisse ganz cool mit den, ja, gelb-schwarz gestreiften Betonklötzen hier dahinter. Aber natürlich auch wieder, ja, schlechtes Licht. Und ich konnte ihr halt auch keine richtigen Anweisungen geben, so vom Posing her und so weiter. Du siehst es schon. Also ich bin einfach kein People-Fotograf, muss man ganz klar so sagen. Dann habe ich mal Konzertfotografie gemacht, tatsächlich. Das war auch noch Anfang 2012, also auch ganz am Anfang noch.
Wobei mir das eigentlich ja ganz gut gefällt. Also ich habe da halt wirklich nur mit Bühnenlicht gearbeitet. Ich glaube, ich habe da gar keinen Blitz genommen, weil ich in der Konzertfotografie Blitze irgendwie echt nur so semi-gut finde. Ich weiß, da gibt es auch andere Meinungen zu. Ich fotografiere auch keine Konzerte mehr wirklich. Ich habe das früher echt eine ganze Menge gemacht, aber mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe da aber tatsächlich wirklich nur mit dem Bühnenlicht gearbeitet. Und gerade hier fand ich es irgendwie ganz cool bei diesen beiden Fotos, weil man da dieses Orange und Blau hatte, Komplementärfarben. Das hat irgendwie ganz gut gepasst und hat auch ausgereicht vom Licht her. Dann bin ich wieder ein bisschen kreativer geworden. Da habe ich mir dann sogar schon mal so einen Papierhintergrund gekauft und habe dann draußen vor der Garage das Ganze aufgebaut in meinem Garten. Und dann stand tatsächlich jemand auf einer Leiter und hat Orangensaft von oben runter gegossen. Und wir haben uns hier einfach eine Orange genommen, haben da einen Strohhalm reingesteckt. Und dann wollten wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf diese Idee gekommen bin, aber ich fand es irgendwie witzig, dass man aus einer Orange trinkt und gleichzeitig der Orangensaft von oben runter geschossen kommt. Frag mich nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin, ich weiß es nicht, aber ich wollte damals kreativ sein. Und irgendwie finde ich es ja doch ganz witzig, auch wenn natürlich wieder das Licht jetzt nicht so toll aussieht. Ja, also es ist einfach flach ausgeleuchtet. Aber ich finde irgendwie die Idee nach wie vor ganz witzig, auch wenn ich, wie gesagt, nicht weiß, wie ich drauf gekommen bin. Aber das waren so meine Phasen, wo ich mit vielen verschiedenen Splashes gearbeitet habe und so weiter und es einfach cool fand, dass ich das so einfangen konnte. Wobei man jetzt hier sagen muss, dass die Splashes echt gar nicht so scharf sind, ne? Also ja, die sind schon relativ unscharf eigentlich. Naja, aber so ist es halt. Also ich muss schon echt sagen, wenn ich jetzt so diese Fotos so mir angucke, so, ich erinnere mich wirklich gerne auch an diese Zeiten zurück, weil ich da sehr, sehr kreativ war in der Phase. Ich habe echt viel ausprobiert, das mache ich heute gar nicht mehr so viel. Ich muss, wenn ich jetzt diese Fotos mir angucke, eigentlich sagen, müsste ich mal wieder viel mehr machen. Mir viel mehr Zeit nehmen, so für eigene Projekte, Sachen ausprobieren, neue Sachen ausprobieren, die man vorher noch nicht gemacht hat. Weil damals, in dieser Zeit, habe ich so viel gelernt. Das habe ich mir alles selber beigebracht, beziehungsweise halt übers Internet mir angeguckt und Inspiration geholt, was man als nächstes ausprobieren könnte. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ich saß abends noch 2-3 Stunden am Laptop, habe YouTube geguckt, habe immer mir Videos angeguckt und habe dann einfach am nächsten Tag ausprobiert, was ich da gesehen habe und habe dann halt immer diese Ergebnisse bekommen. Und das hat mich extrem weitergebracht, weil ich extrem viele Felder der Fotografie kennengelernt habe. Dadurch konnte ich mich ja auch erst entscheiden, welches Feld der Fotografie ich überhaupt machen wollte. Aber ich habe damit unglaublich viel gelernt und kann zumindest behaupten, dass ich in vielen Bereichen der Fotografie Basiswissen habe. Und das kann ich auch immer wieder nutzen, auch in anderen Bereichen. Ja? Also, was ich dir damit eigentlich sagen möchte, ist, probier viel aus. Gerade jetzt, wenn du am Anfang der Fotografie stehst, probier viele Sparten der Fotografie aus. Sei immer wieder kreativ, denk drüber nach. Versuch verschiedene Bearbeitungstechniken da auszuprobieren, auch in Photoshop. Das ist auch ganz wichtig, dass du da immer wieder neue Wege gehst, einfach ausprobierst. Und irgendwann findest du deine Sparte. Und das ist auch gut so. Ja? Irgendwann wirst du dich auf irgendwas konzentrieren. Aber bis dahin sei offen und bleib auch offen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, wenn ich das jetzt sehe, selber viel zu starrsinnig geworden in bestimmten Bereichen einfach. Anstatt einfach auch immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das macht. Und ich werde es mir in Zukunft wieder genauso vornehmen, wie ich es euch jetzt ans Herz lege. Von daher hoffe ich, war das eine kleine Motivation vielleicht auch für dich, einfach mal zu sehen, dass jeder am Anfang beschissene Bilder macht. Ja? Man muss lernen. Und ich hoffe, dass du das jetzt genauso siehst und dass du da niemals die Motivation dran verlierst, wenn deine ersten Bilder nicht gut aussehen, wenn du damit nicht zufrieden bist, niemals aufgeben, sondern immer weitermachen, immer mehr probieren, dahinter dranbleiben und dahinter stehen auch, was du mit deinen Fotos machst. Und dann wird sich das Ganze auch verbessern. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren. Nimm die Kamera in die Hand, probier Sachen aus, mach Fehler. Dadurch lernst du, nur dadurch lernst du, ja, und dann guckst du in ein paar Jahren drauf zurück und lächelst vielleicht auch darüber, weil du dann viel bessere Bilder machst. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!